willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um meine Taschen. Heute ist die vorletzte von Michael Kors dran. Also nächste Woche wollte ich mit euch das Experiment Tasche erstmal machen. Dann haben wir nämlich die Kategorie Michael Kors abgeschlossen. Ich bin echt gespannt, ob wir das zusammen schaffen oder nicht. Wir lassen uns alle mal überraschen. Auf jeden Fall geht es heute um die Michael Kors Fusion Shine Large Tote in Gelb. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ich zeige sie euch mal. So, hier ist sie. Es ist wirklich ein super, super schönes Sonnengelb. Also richtig sommerlich, muss ich sagen. Wir fangen an mit den Größen, damit wir uns dann um die Details wieder kümmern können. Und ich muss jetzt mal kurz abgucken, weil ich habe mir die Größen wieder mal notiert. Also sie ist lang oder breit, wie auch immer man sieht, 32 cm. Tief ist sie 13 cm und in der Höhe ist sie 28 cm. So. Auch diese Tasche ist wieder aus dem Safianleder, wie jede Tasche von Michael Kors. Und falls ihr es erkennen könnt, sie ist auch wieder so strukturiert von der Oberfläche her. Und ihr wisst ja, dass ich das lieber mag als das Glattleder. Einfach aus ja, den Empfindlichkeit der Tasche ist das einfach deutlich robuster als dieses glatte Leder. So, dann fangen wir mal an. Von außen ganz, sie ist wirklich super schlicht gehalten. So, sie hat hier dieses Michael Kors Logo, ganz schick. Dieses ist jetzt vergoldetes Edelstahl. Die Tasche ist mit Goldakzenten, auch sehr selten bei mir. Aber manche Taschen gehen halt ohne Gold nicht. Dann hat sie zwei Tragegriffe und was ich auch wieder sehr schön an der Tasche finde, ist hier, dass sie diese Knoten, ich finde immer, das sieht aus wie so Schiffsknoten, finde ich, sieht das immer aus und das ist auch vergoldet. Und hier auch dieses Akzent Schraube mit dem Schlitz, genau, so sieht sie von vorn aus. Und man kann die Griffe nicht abmachen oder verlängern oder verkürzen. Die sind so fest, wie sie sind. Befestigt sind sie hier mit einer Öse. Das finde ich auch sehr schön, weil da wird weder das Leder noch diese Riemchen angegriffen. Und das finde ich super. Von der Rückseite schaut sie so aus. Boah, ist mir heute warm. Oh, ich hoffe, ich werde nicht zu rot. Auf jeden Fall von der Rückseite sieht sie auch ganz schlicht nichts drauf. Sie hat eine Tasche, die wird mit Druckknopf befestigt. Auch die Tasche hat ein Innenfutter. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich hole das mal eben raus. So, hier ist das Innenfutter. Das ist wieder dieser Cremeton aus diesem Synthetikstoff. Hier kann man aber auch gut erkennen, es sind keine Fäden, keine Löcher, kein gar nichts. Und auch wieder eine optimale Verarbeitung. Also ich habe euch noch gar nicht gesagt, ich glaube, die Tasche ist jetzt 2 Jahre im Sommer, müsste die alt sein, 2 Jahre. Weiter geht's im Programm. So, verschlossen wird die Tasche mit dem patentierten Druckknopf wieder. Oh, wenn ich ihn denn aufkriege. Also die halten wirklich super fest, diese Druckknöpfe. So sieht die Tasche dann von innen aus. Also sie ist unterteilt in quasi 3 Fächern. Wir fangen an mit der Außenseite, an dem, wo auch das Zeichen Michael Kors ist. Hier ist wieder drin ein mittleres Fach und
noch ein mittleres Fach. Ich weiß nicht, ich mache da meistens Taschentücher und Handcremes zum Beispiel rein. Dann können wir das Futter diesmal auch wieder komplett rausnehmen. Das machen wir auch gleich mal. So sieht das dann aus. Das ist auch wieder dieses cremefarbene. Ja, hier sehe ich gleich, hier hat sich leider ein Faden gelöst. Ich weiß nur nicht, nein, der war nicht lose, der war nur nicht abgeschnitten von der Nähtante, die die Tasche gemacht hat. Gut. So, dann also könnt ihr doch sehen, keine Fäden gezogen. Sie hat nirgends irgendwo ein Loch oder die Nähte teilen sich, nichts. Also super wieder verarbeitet. In der Mitte hat sie ein Fach mit Reißverschluss. Auch dieses ist so gelb abgesetzt, wo der Reißverschluss drauf ist. Auch der Reißverschluss ist gelb. Lässt sich wieder super einfach auf- und zu machen. Also das finde ich an den Reißverschlüssen bei Michael Kors wirklich super, weil die haben null, wie nennt man das? Null, tja, die verhaken sich einfach nicht. So, ganz einfach, machen wir es einfach so. So. Auch hier können wir das Innenfutter rausnehmen. Es geht ein bisschen schwieriger als in dem anderen Fach, aber auch das schaffen wir. Es geht ja nur darum, um zu gucken, ob wir Fäden oder Löcher haben. So, da ist es. Auch hier könnt ihr erkennen, ich hoffe, das geht. Auch hier könnt ihr erkennen, es ist nichts. Kein Loch, kein Faden, kein gar nichts. Auch super verarbeitet. Und dann stecken wir das mal wieder zurück. Zack. Und dann haben wir noch das letzte Fach der Tasche. Das ist wieder so. Hier ist wieder ein großes Fach und noch ein kleines Fach. Das große Fach ist hier wieder gelabelt mit, diesmal in Gelb, mit Michael Michael Kors steht da ja drauf. Und auch dieses können wir wieder rausholen. Und hier sieht man auch, hoffe ich zumindest, hier sieht man auch wieder, es ist nichts, was an Fäden ist. So, jetzt meine Frage, wo ist das Zettelchen? Da ist das Zettelchen. Hier ist auch wieder der Zettel dran, wo die Nummer draufsteht, welche Tasche es ist. Das finde ich immer super, um auch in den späteren Jahren nachzuvollziehen, um welche Tasche es sich handelt oder wie sie nochmal heißt. Falls Bekannte fragen, wie heißt denn deine Tasche? Ich finde die toll. Vielleicht gibt es die ja dann irgendwann nochmal oder man guckt mal bei eBay oder sonst was. Und dann hat man sofort den Namen und die Farbe und steht dann da sofort im Internet. Genau, das war der Inhalt. Jetzt gehen wir nochmal nach unten. Die Tasche hat auch wieder vier Füße. Und auch bei der Tasche steht diesmal auf den Knöpfen, ich versuche euch das mal einzufangen, Michael Kors. Das finde ich sehr schön. Das hatte ich ja bei meiner letzten Tasche, glaube ich, war das nicht. Die hatte zwar auch Füße, aber an denen stand nicht Michael Kors dran. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil es ist doch euch echt aufs Detail geachtet, wenn hier unten auf diesen Standfüßen noch der Name steht. Genau. So, das war meine Tasche. Am Ende des Videos Am Ende des Videos filme ich euch wieder diese einzelnen Frequenzen ab, damit ihr sie auch ein bisschen im Detail sehen könnt. Ich habe jetzt ganz vergessen, euch zu sagen, dass hier nichts dran ist. Sie hat keinen Riss, keinen Fleck, kein gar nichts. Sie ist wirklich wie neu und auch eins meiner Goldstücke. Also ich habe ja im letzten schon gesagt, ich liebe wirklich alle meine Taschen. Ich schätze sie wirklich, weil sie kosten halt auch deutlich mehr als jetzt von H&M oder Zara oder sonst was. Aber sie können auch deutlich mehr. Also sie halten viel, viel mehr aus,
Man braucht nicht ständig jedes Jahr sich eine neue Tasche kaufen. Wenn man eigentlich eine hat, mit der man zufrieden ist und die zeitlos ist, dann kann man die locker 20, 25, 30 Jahre tragen. Und deswegen guckt sie euch nochmal an. Oh, schön. Ich freue mich schon, wenn jetzt endlich der Sommer kommt. Das Wetter ist miese, miserabel und ich habe keine Lust mehr. Irgendwann reicht es wirklich. Dieser Regen, immer grauer Himmel und. Naja, genug gesülzt. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, kostenloses Abo. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen, was ihr sehen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren bitte wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.